Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Vermisst. Mein Name ist Dr. Skill. Er ist hier schon einfach vorgelaufen. Na gut. Machen wir uns mal noch Feuer. Das hat sich vorhin schon so angehört, als würde das hier epic werden. Wie willst du Tecuhti überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Den Nagt respektieren die Klinge und die... Oh Mann, wir haben hier wahrscheinlich keine... Direktes Ziel ist der Wächter. Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja, der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Penak-Clans. Die Carter, Langen. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Rebellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie. Oder schleich dich vorbei. Ich folge dir. Wir können uns vorbeischleichen oder wir schalten sie aus. Drei Stück, ne? Würden wir eigentlich gut schaffen. Nochmal. Der hält Wache, der macht. Oh, die war weg. Wow! Ich wusste es! Mann, der hat ein Schild, ernsthaft? Cool, ja. Hat echt nicht viel mitgebracht. Wir müssen sie töten! Ich reiß dich in Stücke! So. Ja, die letzte, die war. Da drüben. Ah, haben wir sie. Will ich mir nur wissen, ob wir das Schild mitnehmen können, weil das war ja echt der Hammer. So, wo haben wir den denn umgenietet? Ja, schade. Und das Schild echt mega cool, was der hatte. Hätten sonst alle nur Metallscherben. Für den nächsten Kampf. Das hatten sie schon ausgebreitet und die war hier drüben noch, ne? Hätte dann aber auch nichts. Nein. Aber ein Lagerfeuer ist hier. Machen wir mal schnell das Schnellspeichern. So, dann gucken. Ist die Fässer noch? Da ist nichts drin. Ist er denn hier schon wieder hingelaufen? Da. Gut, weiter geht's. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecuhti will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Nur ein falsches Gefühl der Sicherheit. Tja. Mehr Rebellen. Vernichtung. Ah, diesmal sind es mehr. Aber mal. Hier nur vier. Die aber auch so stark sind wie die drei, wird das sehr interessant. Ah, Moment, was ist da oben? Ah, nur eine Ziege. Okay, die sind ja friedlich genossen. Machen wir aber den da. Oh. War daneben schon. Die Kopftreffer machen die nicht direkt weg, ja? Aufgeweckt. Kämpft mit Ehre!
Hier gibt's Ärger. Jetzt werden wir stehen. Wir können nicht mehr drüber gucken. Ah. Was soll es? Rein da. Oh. Doch einiges aus. So, was, ja? Das war's mit der Hilfe. Oh, der wird echt augengenietet. Oh. Da hat er uns ja tatsächlich mal wirklich. So. So, jetzt ist der echt gleich K.O. Ah, okay. Ich dachte, wir müssen ihn wiederbeleben, aber wenn wir die Fights gewinnen, dann wohl doch nicht. So. Bisschen komisch. Schießen wir den echt mit dem Pfeil in den Kopf und die schütteln sich nur. Naja. Zu wissen fürs nächste Mal. So. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikoti bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Da sind wir. Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Ah. Na gut, das ist echt nicht ein Schwert einzunehmen. Ich verstehe die ganze Situation. Machen wir aber nochmal. Wir sollten nicht trödeln. Ja, ist gut. Stress. Können wir nochmal kurz ein paar Rohstoffe. Wir genügend haben wieder. Fragt er uns noch, ob wir alles haben, ob wir nochmal was brauchen und schon macht er wieder Zeit. Okay. Badisch. Na gut, dann. Komm, die Korte wartet oben. Ah, von mir aus. Na gut, los geht's. Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Noch einen anderen Weg rein. Ich übernehme das Reden bei Tekote. Wir werden sehen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Okay. Auf jeden Fall wieder hier. Vielleicht, dass wir aber wieder diese ganze Zeit diese komischen Audiogeräusche haben. Schauen wir mal, wo wir einen guten Safe Point kriegen. Mal kurz wieder ein Lagerfeuer.
Da würde ich das mal kurz anpeilen. Ach, da sind wir gerade vorbeigelaufen, okay. Da mal kurz anpeilen, das Ganze nochmal neu starten und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.